Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Habe ich voll vergessen, am Samstag einzukaufen und wir haben kein Ski dabei. Und ich glaube, wir sind zu kalt angezogen. Es gibt jetzt zum Frühstück Sommerrollen, wer hätte das gedacht. Wir haben jetzt mal ein paar Sachen mitgenommen dafür von Rewe. Ich hätte jetzt nämlich keine Lust, nochmal extra in den Asiamarkt in der Stadt zu fahren, weil das einfach zu viel Zeit gerade kostet. Wir brauchen für die Sommerrollen nur Reispapier, ein Gürkchen, eine Karotte, eine Mango, ein paar Glasnudeln und ein bisschen Salat. Und zwar ein bisschen Huisin-Soße, wenn man das überhaupt so ausspricht. Das ist jetzt auch eine andere als die, die wir eigentlich immer benutzt haben. Direkt ein Geschmackstest. So sieht das Ganze aus. Schmeckt sogar noch ein bisschen besser als die andere. Millie, die schmeckt noch besser. Ich habe gerade ein paar Aufnahmen gemacht von den neuen Teilen der Elevate-Kollektion. Ich habe jetzt gerade die Jacke an, die ist super schön, angenehm, weich zu tragen. Und ich habe das Ganze für ein Instagram-Reel gedreht. Jetzt kann ich das Chaos noch hinter mir aufräumen und dann werde ich anfangen, den Vlog zu schneiden und das Reel, was ich gerade gefilmt habe. Vom Frühstück heute Morgen ist noch ein bisschen was übergeblieben. Sommerrollen, die werde ich jetzt essen, das ist irgendwie auch mein Mittag. Ich habe einfach nicht so viel Hunger heute und habe gerade ein YouTube-Video gedreht. Und zwar ein paar Tipps für den Marathon, mein erstes Video auf Englisch. Ich hoffe, das wird gut im Schnitt. Vielleicht sitze ich da und schlage mir dann die Hände über den Kopf zusammen, aber ich glaube, es ist ganz gut. Ich schneide gerade noch ein Video, das eventuell sogar heute Abend online kommt. Dann verlinke ich es euch oben in der Infobox. Und nebenbei snacke ich noch einen Proteinriegel. Es ist Mittwoch und wir gehen jetzt laufen, 8 bis 9 Kilometer ungefähr. Die Sonne geht auch gerade unter, also wir haben einen richtig schönen Sunset Run vor uns. Was sagt denn die Temperatur? Wir haben 7 Grad, das ist eigentlich perfekt. Ich bin heute ganz in Pink, ich habe auch schon ein Longsleeve hier drunter, ein Zip-Longsleeve und darüber, das ist zwar eine Regenjacke, aber es regnet natürlich heute nicht. Ich finde sie nur einfach sehr schön. Ich mag diesen Farbton extrem gerne. Dann habe ich eine Leggings an, die, glaube ich, nicht als Laufleggings konzipiert wurde. Und die Schuhe, die ich auch im Halbmarathon tragen werde, und zwar die Mizuno Wave Rebellion Pro. Sind eigentlich schon approved, weil ich hatte sie schon zum Long Run am Sonntag an. Aber ein bisschen einlaufen kann ich nicht schaden. Ich glaube, ich müsste nur ein Taschentuch mitnehmen. Ja, das ist das einzige. Extra Sonne. Ach, Five Gun. Nee, okay. Vorne das um. Millie fährt heute auf dem Fahrrad. Das erste Mal Easy. Easy? Ja. Bisschen weniger als hier. Perfekt. Kilometer 5. Wir haben noch ungefähr 3 vor uns, aber läuft eigentlich ganz gut. Richtig schön, dann auf die Sonne ist auch fast weg. 7,4 Kilometer haben wir jetzt. Ich wollte ja eigentlich 8 bis 9 und ich habe so Bauchschmerzen, dass ich jetzt einfach aufgehört habe. Oder wieder aufgehört. Trotzdem okay, ist jetzt nicht so gut mit Schmerzen weiter zu laufen. Tee nach dem Laufen kann ich nur empfehlen. So also leicht warm vorm Laufen eingießen. Wir haben jetzt gerade schon die grünen Linien gefunden für den Lauf am 26. Das sieht aus wie ein grüner Smoothie, aber wir haben gerade Basilikum-Pesto gemacht. Und hier kochen die Spaghetti dazu. Und wir machen mal einen kleinen Geschmackstest. Das schmeckt sehr gut. Guten Morgen, wir haben Donnerstag und das Wetter ist so perfekt, dass ich schon wieder richtig gut gelaunt bin. Und in ein paar Minütchen ist Millie dann auch hier und sie bringt Mittagessen mit. Ich freue mich schon, das ist richtig lecker. Und wenn ihr das Video seht und aus Hannover kommt eventuell oder einfach beim Hannover Marathon, Halbmarathon, was auch immer, 10 Kilometer mitmacht, dann könnt ihr auch zum Shakeout Run am
24.03., also 2 Tage vorher, kommen. Wir laufen 6 Kilometer locker um den Maschsee. Ich blende euch hier nochmal das Layout ein, was ich auf der Laufgruppenseite gepostet habe. Wir laufen extrem entspannt. Das ist ja auch der Sinn eines Shakeout Runs. Wie gesagt, jeder, der Lust hat oder auch nicht beim Marathon mitläuft und einfach nur so mitlaufen will, ist natürlich auch immer willkommen. In letzter Zeit fahre ich voll auf Scrunchies ab, also die Schwämme hier, die auch in meinem Dutt ständig drin sind. Und ich habe mir gestern zu 3 oder 4 Oberteilen von Gymshark passend ein Scrunchie gekauft. Das wollte ich euch mal zeigen. Als ich im Laden stand und die Scrunchies gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut passt. Aber ich habe einmal beige, blau und grün. Die beiden Jacken sind sogar neu von Gymshark. Die mag ich richtig gerne. Und das ist ein Shirt aus der Training-Kollektion. Ziehe ich auch sehr gern zum Laufen an und ich finde die Farbe auch richtig schön. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt erst auf den Trichter komme, dass ich die so gut finde, weil die sind ja schon länger Trend. Und ihr habt ja an diesem Punkt bestimmt auch schon gesehen, dass ich das Rosane hier gestern zum Laufen anhatte mit der Laufjacke. Und als ich die Videos dann hinterher nochmal angeschaut habe, dachte ich, Barbie Girl. Ich weiß nicht, ob es too much war. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein Matching Scrunchie cool findet. Es ist doch richtig schön, wenn man seine AirPods am nächsten Tag hier liegen sieht und weiß, die sind nicht aufgeladen. Perfekt. Ich würde sagen, der Shake ist sehr gut geworden, aber es sind ein bisschen zu viele Himbeeren drin. Mehr wie so eine Smoothie Bowl. Konsistenz ist nicht so flüssig. Und ich habe diesen Aufsatz nicht, deswegen muss ich jetzt so probieren. Das ist schon ziemlich lecker. Das ist einfach immer wieder eine leckere Angelegenheit. Ihr haut einfach Hafermilch von Himbeeren, veganes Schokoproteinpulver und ein bisschen Erdnussbutter in diesen Topf. Und dann mixt ihr das, dann habt ihr so einen leckeren, vor allem kalten Shake durch die Himbeeren. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wieder. Ich genieße gerade so ein bisschen den Sonnenuntergang und ich habe auch gestern von meinem Freund Blumen bekommen. In den Farben vom Sonnenuntergang, weil ich das so schön finde, hier zu sitzen und einfach nur den Sonnenuntergang zu genießen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist traumhaftes Wetter draußen und ich werde später auch noch laufen gehen. Ich denke mal so wieder 8 bis 9 wieder. Ich habe es letztes Mal nicht geschafft, aber mal gucken, wie es dieses Mal läuft. Und wir waren ja gestern im Kino, haben Sonne und Beton geschaut. Der Film vom Buch von Felix Lobrecht, richtig gut. Hat auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt und kann ich an der Stelle nur empfehlen. Und dann habe ich danach Felix einfach mal bei Instagram geschrieben, dass ich den Film cool fand. Und ich blende euch hier mal einen Screenshot ein. Jetzt kann ich auf jeden Fall in Frieden sterben. Also der Tag kann heute eigentlich gar nicht blöd werden, egal was heute passiert. So, ich bin zurück aus der Stadt. Heute haben wir sogar 16 Grad. Irgendwie habe ich aber Lust, in Jacke zu laufen. Jetzt haben wir einen... Wie sagt man das nochmal? Ein Interessenskonflikt. Also, wir haben einen kleinen Interessenskonflikt. Es ist zu warm, ich will trotzdem Jacke anziehen. Deswegen habe ich jetzt einen Top mit einer Jacke an. Das ist extrem unnötig. Man kann auch einfach einen Longsleeve anziehen und ich fühle mich in Jacke wohler. Und ich werde heute auch ein Gel mitnehmen, und zwar das Vanillegel, was so schmeckt wie eine Bonbon-Vanillesoße. Weil wir heute 9 Kilometer laufen werden, hoffentlich. Letztes Mal musst du den Bauchschmerzen abbrechen. Ich hoffe, es klappt heute. Und Millie fährt auf dem Fahrrad wieder mit. Ja. Und jetzt geht's los. Schon 1,6 Kilometer. Es war viel zu warm. Eine Jacke anzuziehen. Viel zu warm. Aber wir haben ja nur noch 7,5. Wird schon. What is she doing? Marathonstrecke gefunden. Ich habe jetzt auch mal einen neuen Laufschuh schon wieder ausprobiert, weil ich den schon länger hier stehen hatte und ich dachte, heute ist es trocken, kein Regen, das passt ganz gut. Man muss ihn ja nicht direkt einsauen beim ersten Lauf. Das ist der Hoka Bondi Bondi 8 oder 8 oder wie auch immer man den nennt. So sieht der aus. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Durch die breite Sohle hat man so ein schönes, weiches Laufgefühl.
Ich hatte nur keine Laufsocken an, weil ich hier im Büro keine hatte. Habe jetzt eine Blase. Das ist meine eigene Schuld. Ich fuchs. Ich sag euch immer, ihr sollt Laufsocken anziehen. Jetzt habe ich selber keine gezogen. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Ich werde einfach ein Blasenpflaster draufklatschen von Compete. Die finde ich eigentlich mal ganz gut. Helfen auch. Und nächstes Mal ziehe ich dann wieder Laufsocken an. Good morning, es ist Samstag und ich treffe mich gleich mit Millie in der Stadt und danach mit meiner Schwester. Und ich habe meine Schwester so lange schon nicht mehr gesehen, dass ich heute den Tag mit ihr verbringen werde und Kamera mal zur Seite lege, beziehungsweise das Handy. Und deshalb sehen wir uns morgen wieder. Wunderschönen guten Morgen an diesem herrlichen Sonntag. Es sind 16 Grad, die Sonne scheint, wir haben einen super fantastischen Longrun vor uns. Ich bin auch schon angezogen, ich habe die Elevate-Jacke an, die ich euch am Anfang des Videos schon mal gezeigt habe. Es ist unfassbar ungewohnt, so rauszugehen, um zu laufen. Das einzig Blöde aktuell ist, dass ich eine kleine Verletzung am Finger habe und ich hoffe, dass da kein Schweiß reinkommt, denn das ist eine relativ offene Wunde. Heilt aber sehr gut, wenn ich kein Pflaster drauf mache, habe ich gemerkt. Ich werde heute ein Gel mitnehmen, weil wir ungefähr 15 Kilometer laufen gehen. Und was ich durch die Wunde für ein Problem habe, ist, dass ich meine Haare noch nicht gemacht habe. Denn mit so einer Wunde Haare zu machen, vor allem so einen festen Dutt, ist immer ein bisschen schwierig. Ich will mir da nicht noch was aufreißen oder so. Und jetzt habe ich richtig Angst, meinen Dutt hier zu machen. Aber so wie er ist, kann er nicht bleiben. Der ist viel zu locker. Ich versuche es jetzt gleich einfach mal. Schuhe habe ich heute auch mal ein paar andere an. Und zwar die Hoka Clifton 8, die ich auch beim Berlin-Marathon an hatte. Die habe ich gestern nämlich auch angehabt. Übrigens bin ich gestern laufen gewesen. Das habe ich jetzt fast vergessen. Leggings, die ich anhabe, ist wie so oft die Adapt Flag. Blende ich euch hier auch mal ein. Ist eine fantastische Leggings zum Laufen. Jetzt ziehen wir noch mal ganz schnell Laufsocken an, damit ich mir nicht noch eine Blase hole. Ich habe den Dutt übrigens geschafft. Das war wirklich meine größte Challenge oder Herausforderung heute. Jetzt muss ich mich eben noch sputen, damit ich nicht zu spät zur Laufgruppe komme. Weil wir ja sonntags immer mit der Laufgruppe laufen. Ich packe euch hier mal die Instagram-Seite rein. Vielleicht seid ihr ja auch aus Hannover oder Umgebung oder seid sonntags irgendwie hier und habt Bock mitzulaufen. Ich bin auf jeden Fall sonst immer viel zu früh. Und letztes Mal war ich viel zu spät. Laufschuhe sind angezogen. Und jetzt geht's los. Und es war ein richtig guter Lauf. Zwischendurch war ich auch schon ein bisschen außer Puste, also gut, aber anders als sonst. Fühle mich jetzt aber gut, keine Schmerzen, alles perfekt und freue mich jetzt wirklich auf die Dusche und meinen Shake nach dem Laufen.